So, Freunde, wir haben einen Mann heute Abend unter uns. Der steht schon hinter der Bühne. Der war im letzten Jahr auch schon hier. Und er möchte gerne was von zu Hause erzählen. Wollen wir ihn reinlassen? Das hat er nicht gehört. Die ganze Karnevalsfamilie heute hier versammelt. Cool, dass ihr alle da seid. Tanz. War kein Witz. We are family. Wer von euch kennt es nicht, das Familienleben? Wer von euch Frau, Kinder hat? Eltern, Schwiegereltern, Oma, Opa, Onkels, Tanten, Geschwister und Lover der Geschwister, der weiß, wovon ich rede. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 13 Jahre ein Paar. Eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Im Tierreich nennt man das Monogamie. Bei den Menschen sagt man schlichtweg Pech gehabt. Ich glaube, lebenslänglich sind 15 Jahre. Ne? Ich weiß es noch wie gestern, als ich sie kennenlernte. Sie stand vor mir und schaute mich mit ihren wunderschönen Augen an. Und sie hatten wunderschöne Augen. Wirklich wunderschöne Augen. Meine Frau hat Augen wie Männerfüße. Groß, schwarz und feucht. Ich war hin und weg. Heute nach 13 Jahren bin ich nur noch weg. Mein Vater, ein Mann mit der Erfahrung von 3 Ehen, warnte mich damals schon mit den Worten: Junge, eine Frau ist wie ein Hurrikan. Ja, der gehört auch zu den englisch sprechenden Leuten. Hurrikan, der trägt auch keine Jeans, der trägt Jeans und Jogginghosen. Aber noch besser in Englisch ist meine Schwiegermutter, die sitzt da. Sie hat mir mal eine halbe Stunde lang von dem Film Pearl Harbor erzählt, bis ich irgendwann rauskriegte, dass das Pearl Harbor war. Das war noch lange nicht. Wir haben zu Hause mit der Oma Wer wird Millionär gespielt und Oma war mit dem Vorlesen der Frage dran und las vor, in welcher amerikanischen Puppenserie spielte Fozzie-Bär mit. Was vorlesen wir jetzt hier? Ja, also, eine Frau ist wie ein Hurrikan, hat er gesagt. Wenn sie kommt, ist sie heiß und feucht und wenn sie geht, nimmt sie Häuser und Autos mit. Man muss sich als Mann eben nur Mühe geben. Komplimente zum Beispiel. Ein guter Tipp, wenn ihr eurer Frau Komplimente macht, macht niemals große Komplimente. Sagt niemals zu eurer Frau, sie ist die Größte, die Schönste, die Beste und dass es auf sie rote Rosen oder Wiener Schnitzel mit Käse regnen sollte. Damit macht ihr euch verdächtig. Macht kleine Komplimente, wie zum Beispiel: Schatz, ich habe zwar nicht wirklich Vergleichsmöglichkeiten, außerdem träume ich oft vom Sex mit fremden Frauen, aber sonst läuft es doch ganz gut. Das ist glaubwürdiger, glaub es mir. Eine weitere Gelegenheit, sich Mühe mit seiner Frau zu geben, ist zum Beispiel Weihnachten. Ich hatte mir zum vergangenen Weihnachtsfest wieder richtig Gedanken gemacht, was ich meiner Frau wohl zu Weihnachten schenken sollte. Und am 24.12. um 11.45 Uhr hatte ich die zündende Idee. Schmuck. Ich also in die Stadt. Da stand ich nun.
Weil du schon Brigitte. Vor der Vitrine mit dem Ring. Und überlegte angestrengt, wie dick wohl die Finger meiner Frau wären. Ich beschloss sicherheitshalber, den Ring etwas größer zu kaufen. Das ging gar nicht. Meine Frau war nicht nur sauer, weil ich ihr einen Ring schenkte, den sie auch problemlos über eine Bratwurst hätte ziehen können. Sie hatte auch noch eine Nickelallergie. Was auch immer gut ankommt, ist hier von Douglas Seife und Duschgel oder so. Nein, hier Parfum oder Duschgel, weil Frauen glauben tatsächlich, dass sie davon gut riechen. Ist wahr. Das glauben die. Dabei ist der Grund, warum Frauen gut riechen, in Wirklichkeit ein ganz anderer. Der wahre Grund, warum Frauen gut riechen, ist ihre Orangenhaut.